Alles klar? Ich habe nichts gehört. Wieso flüsterst du? Sollen Sie jetzt jemanden belauschen? Hier ist doch keiner. Ben, wenn dich jemand flüstern hört, der merkt gleich, dass da was im Busch ist. Also, du klopfst an. Wenn Mia da ist, dann sag ich, ich kontrolliere die Minibar. Ja, aber wahrscheinlich ist sie eh schon in der Sauna. Hier ist der Generalschlüssel. Du gehst rein und dann gibst du mir Bescheid und ich komme nach. Au! Denk daran, mich rechtzeitig zu warnen. Ich brauche ein paar Sekunden, um die Spuren zu verwischen und um zu verschwinden. Am besten, ich warte direkt vor der Sauna. Gut. Und sobald sie rauskommt, flitzt du los. Wenn du dich beeilst, dann reicht die Zeit locker. Also, Mia wird schon eine Weile auf Lukas warten. Und bis sie schneit, dass er nicht kommt, bist du längst fertig. Denke ich auch, aber sicher ist sicher. Ja! Was? Holen wir gleich. Wieso? Agenten machen das so. Ben, es reicht. Musst du weg? Wir kriegen Besuch. Guten Abend, Herr Doktor. Vielen Dank, dass Sie so schnell kommen konnten. Ich hab gesagt, ich brauche keinen Arzt. Naja, wahrscheinlich hast du dabei so gehustet, dass ich dich nicht verstehen konnte. Das bisschen Erkältung, das ging genauso schnell weg, wie es gekommen ist. Also, das bisschen Erkältung hört sich ganz so an, als könnte es leicht eine Bronchitis werden. Das ist meine Bronchitis. Sei nicht albern, Tanja. Fabienne braucht eine gesunde Mutter. Ja, ganz toll. Und ich brauche weder eine Moralpredigt, noch brauche ich einen Arzt. Tanja, ich mache hier keine Hausbesuche nach Feierabend, um mich anzicken zu lassen. Du lässt dich jetzt abhören. Ich habe heute Nachmittag schon gesagt, dass ich das nicht jetzt will. Jetzt komm mir nicht wieder mit Annäherungsversuchen. Ich bin hier als Arzt, also bitte mach dich frei. Das wird dir so passen. Dann dreh dich um. Umdrehen. Zieh dein Shirt hoch. Tief einatmen. Die Lunge ist frei. Leicht erhöhte Temperatur. Jetzt noch den Puls. Komisch, dein Herz rast. Aber es kommt wahrscheinlich vom Fieber. Alles bestens. Alles bestens würde ich so nicht sagen, aber es besteht zumindest keine Gefahr. Hier, davon nimmst du gleich eine, dann schläfst du sehr gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung. Danke, dass du gekommen bist. Gute Nacht. Perfekt. Stand by. Mist, wir brauchen ein Passwort. Das ist mein Part. Du stehst draußen, schmiere. Ja, ja, ich düster ja ab. So schnell wird Mia ja wohl nicht aus der Sauna kommen. Und damit knackst du jetzt das Passwort? Ben, du machst mich ganz nervös. Geh raus auf deinen Posten. Bin schon weg. Nils. Nils. Was? Wir hätten das alles filmen müssen. Raus jetzt! So. Und jetzt ganz ruhig. Ah, Charlotte, schön, dass du kommst. Glaubst du wirklich?
Ja, komm, setz dich zu mir. Laura hat Pralinen aus Brüssel geschickt. Und wenn ich die alleine esse, dann wiege ich morgen glatt ein Kilo mehr. Vielleicht fragst du besser Cosima. Die teilt sicherlich gerne mit dir. Also, wenn du auf ihren Vorschlag anspielst, lass uns noch mal in Ruhe darüber reden, ja? Das kannst du dir sparen. Ich weiß, dass du und Cosima morgen einen Termin bei der Bank habt. Ihr wollt mich morgen gemeinsam absetzen. Da wartest du nicht, dass ich heute mit dir Pralinen esse. Siehst du, deswegen möchte ich, dass wir... Das ist nicht nötig. Ich habe mit dem Bankdirektor bereits über alles geredet. Für einen Fuchs? Das hast du mir auch nicht zugetraut, was? Ich wollte, dass er weiß, welche Intrige du und Cosima gegen mich plant. Ach, und den Weg zur Bank könnt ihr euch auch sparen. Der Termin ist abgesagt. Die Bank besteht darauf, dass ich weiterhin das Hotel leite. Lass dir deine Pralinen gut schmecken. Oh Mann, das dauert. Na also, wird auch Zeit. Sie war nicht da. Wie? Sie war nicht in der Sauna. Bist du dir sicher? Ja, ich habe reingeguckt. Heute war Damensauna. Die hätten mich fast gelüncht. Dann kannst du sicher denken, dass Lukas heute keinen Saunagang macht. Wir müssen schauen, dass wir hier rauskommen. Was soll das? Was macht die mit meinem Laptop? Wir können alles erklären. Ja, und zwar am besten gleich der Polizei. Bist du jetzt regelmäßig hier? Warum bist du nicht bei Simon? Ach, Lukas, hör doch endlich auf mit Simon. Warum? Du liebst ihn doch. Lukas, ich... Schau mir in die Augen und sag mir, dass du mit diesem Kerl glücklich bist, dass du ihn liebst. Hör doch einfach auf damit. Du tust ihm unnötig weh und mir auch. Sandrich, ich komme mit dieser Situation, so wie sie jetzt ist, nicht klar. Ich kann das nicht. Was heißt das? Morgen lege ich meine Kündigung auf den Tisch. Ich gehe weg. Für immer.